Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir sind auf den Spuren der Vergangenheit und Irvine erzählte im Travia Garden, den wir aufgesucht hatten, weil Sephir sich das gewünscht hatte, dass er in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Und offensichtlich waren Quistis und Sephir auch dort. Zumindest ist es ihnen wieder eingefallen. Und dann gibt es hier wohl noch jemanden. Bist du denn? Magst du mich nicht mehr? Das ist beschämend. Diese Musik, ich fange an zu heulen, echt. Sah es nicht so aus? Stimmt! Das Meer, der Leuchtturm. Das Feuerwerk. Hey! Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich sag das Mama. Hasenfuß, geh doch zu Mama. Ich war doch auch da, richtig? Wir haben beide nachher Ärger bekommen. Was ist dann mit meinen Eltern in Ballamp? Das Ehepaar Dinscht hatte also Cell aufgenommen. Es war bestimmt so. Ich war hier. Aua, Mama, aua. Hasenfuß, Hasenfuß. Das kann er nur. Wer ist das? Hasenfuß. Seifer hat mich geschlagen. Seifer. Seifer, er war mein Erzfeind. Er war also auch da. Na? Ja, ist das schon gut, ich war auch da. Cypher war auch da. Außer Vicky waren alle da. Das bedeutet doch? Ja. Ich war auch da. Ich. Ich habe immer auf L gewartet. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Es nicht geschafft. L. Elion? Elion ist L. Sie war älter als wir und wurde von uns L genannt. Quistis, Cell, Selfie, Irvine, Cypher, Elion und ich. Ja, genau. Irgendwie waren wir alle in diesem Waisenhaus. L ist also Elion? Sie kann uns zu Laguna führen, nicht wahr? Sie wollte die Vergangenheit verändern. Ich weiß aber nicht warum. Es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Sie ist einfach nicht glücklich. Wenn es so ist, müssen wir ihr helfen. Wir sind alle Kumpels aus diesem Haus. Wir müssen zusammenhalten. Du hattest es doch bis vorhin komplett vergessen. Tja, genauso wie du, Selfie. Es ist doch beängstigend, was man alles vergisst. Wo war das Waisenhaus überhaupt? Die in Ballam sind also nicht meine wirklichen Eltern. Es war also Elion. Wir mochten Elion, aber Onil wollte sie immer für sich alleine haben. Dass du dich daran erinnerst? Eigenartig. Ich schätze, mich wollte niemand wegen meiner ganzen Art. Cypher ging es vermutlich genauso. Wir mussten seit dem 5. Lebensjahr im Garten gewesen sein. Ja. Ich muss mal kurz das Licht bei mir einschalten. Einen Moment. Jetzt rotze ich ja noch alles voll. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Aber ich bin immer noch etwas erkältet. So, jetzt höre ich nichts mehr. Weil das Kabel meiner Kopfhörer zu kurz ist, weil ich andere Kopfhörer habe, da mein Headset defekt ist. So, alles sitzt und passt wieder. Jetzt kann es weitergehen. Aber noch nie hat jemand ein Wort über das Waisenhaus verloren. Ich habe nicht einmal daran gedacht, obwohl ich ihn täglich gesehen habe. Da stimmt doch was nicht. Da hast du absolut recht.
Ich hatte nur wunderschöne Erlebnisse in Trabia. Es war so schön, dass ich meine Kindheit vergessen hatte. Aber bei euch stimmt wirklich was nicht. Ich kann mich noch erinnern. Nein, ich habe mich jetzt daran erinnert. Ich hatte Probleme mit meinen Stiefeltern und kam mit 10 in den Garten. Da habe ich Onion und Cypher wieder gesehen. Ihr habt euch andauernd gestritten. Ja, genau. Christus hat immer versucht, den Streit zu schlichten. Ganz genau. Cypher wollte stets im Mittelpunkt stehen, aber Onion hat ihn immer ignoriert. Es kam zu Streitigkeiten. Onion hat sich immer provozieren lassen. Ich habe ihm immer gesagt, dass er das nicht machen soll. Dann sagtest du, ich muss stark sein, damit Elle zurückkommt. Ich wollte immer werden wie Elle. Aber es hat nicht geklappt. Genauso war es. Ich musste immer an Onion denken, auch nachdem ich zum Ausbilder befördert wurde. Ich dachte, dass er meine große Liebe war. Als Ausbilder durfte ich das aber nicht zeigen. Jetzt begreife ich langsam. Das war so eine Art Geschwisterliebe. So war es also. Keine echte Liebe. Naja, ich hatte ihn aufgegeben, als Vicky ins Spiel kam. Hey, das gilt bestimmt auch für Cypher. Auch er kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber er spürt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Onion sieht. Deswegen hat er es also auf Onion abgesehen. Wie kann man das alles vergessen? Wir kennen uns schon ewig und trotzdem, warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkungen der GF? Die GF verleihen uns Macht, aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist eine Propaganda, die die GF-Gegner in die Welt setzen. Das heißt aber, dass wir durch die GF unser Gedächtnis verlieren? Sowas lässt der Direktor doch niemals zu. Und warum hattet ihr alles vergessen und ich nicht? Wie kann so etwas passieren? Ich hatte bis vor kurzem keine GF benutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Was ist mit Selfie? Sie hat doch im Ballamgarten zum ersten Mal eine GF gekoppelt. Ich muss euch etwas gestehen. Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Irgendwas ist komisch, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also doch wegen der GF? Was machen wir jetzt? Nichts, es ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung! Aha. Willst du jetzt ohne GF kämpfen? Wir brauchen die GF unbedingt. Ohne sie kommen wir nicht weiter. Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wäre es, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alles Geschehene erinnern. Ist das wirklich okay? Ja, das ist okay. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Cypher mich ständig geärgert hat. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Mama, ihr schwarzes Kleid, es ist wie. Freundliches Gesicht, lange schwarze Haare. Ich wollte so werden wie sie. Ja, sie ist wie. Mama ist wie. Wenn ich an ihr Gesicht denke, ist wie. Nein, nein. Sie heißt Idea Kramer. Mama heißt die Hexe Idea. Mama, Hexe Idea? Warum hat sie. Warum hat sie was. Warum sie die Raketen abgeschossen und Krieg geführt hat? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Den Garten und die Seeds hat sie doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds kämpfen gegen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Cypher mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe Idea ist unsere Mama. So viel steht fest. Was geht hier ab?
Willst du mir zuhören? Ich wollte eines sagen. Schönes Haus ist das. Ja. Ich kann verstehen, was Vicky gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Wir könnten wegen der GF unsere Erinnerung verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und dazu kommt, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir konnten aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als weinen konnten wir nicht. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden, Freunde sind hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch. Ich werde kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Vicky, das ist unsere Art und Weise, wie wir unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. Ja, stimmt, sie ist ja bei dem militärischen Vater groß geworden. Und wie wir wissen, ist ihre Mutter Julia. Hey, schaut mal! Ein Geschenk der Elfen! Lass uns doch zu Ideas Waisenhaus. Wie es jetzt dort aussehen mag? Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber, ehrlich gesagt, will ich es auch sehen. Lass uns jetzt Ideas Haus suchen. Ihr bleibt nochmal stehen. Ihr seid alle so stark. Stark? Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir jetzt zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder davor fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. So, ich muss ein neues Team zusammenstellen. Sehr fies, Level 12, oh mein Gott. Die habe ich oft nicht dabei. Aber das Level an sich ist mir egal. Ich muss mir mal kurz die Nase putzen, einen Moment. So, weiter geht's. Ja, Level 4 nehme ich oft nicht mit. Das liegt auch daran, weil ich auch gerne mit den drei Männern auch sehr gerne spiele, wobei, ja, Vicky hat eigentlich auch ganz coole Fähigkeiten. Zumindest kriegt sie noch eine richtig gute. Ja. Wir sind eigentlich, ja, Quistis und Selfie sind eigentlich die beiden, die ich am wenigsten benutze. Und dann ist halt schwierig, weil ich muss mich halt entscheiden, wen nehme ich rein. Mal Vicky mit. Wir hatten die Kopplung Selfie, hat sie. Gibt sie gerade rüber. So.
So, wir sollen Edeas Haus suchen. Unwissende schippern natürlich jetzt die ganze Zeit auf der Weltkarte rum. Der Nachbar bohrt gerade, also wenn man was hört, dann tut's mir leid. Ich kann es nicht ändern. Also nebenbei, bei mir ist es gerade 19.04 Uhr. Diese Aufnahme, und ich frage mich, wer um diese Uhrzeit noch bohren will, der hat entweder... Ja, ist es nebenbei Samstag, also... Gut, es gibt genug Leute, die samstags arbeiten müssen, keine Frage, aber... Wer Samstagabend um die Uhrzeit bohrt, der hat echt keine Hobbys. Ja, das Haus haben wir schon gesehen. Das ist nämlich hier unten... in der Nähe der Centra-Ruinen, und wir haben schon wieder einen Mauszeiger auf Doom bei... ja... Boko wollte ich sagen, aber den könnt ihr ja gar nicht mehr sehen. Also hinfällig. Da ist es. Das Waisenhaus. Aber wir sind nicht die einzigen, die daran Interesse haben. Dort oben befindet sich... der Galbadiergarten. Schon wieder. Der es auf uns abgesehen hat. Oh Gott, was bringt denn der da alles mit? Magiebuch. Schlangenhaut bringt er mit 100. Die Love Love G. Was ist das denn? Also Love Love G sagt mir jetzt gar nichts. So viele Gegenstände in diesem Spiel. Hat Freundschaft zu allen GF. Okay. Na dann. Edeas Haus muss warten. Onion, schau mal. Galbadia. Die haben uns gerade noch gefehlt. Was glaubst du, was da passiert? Der Feind dürfte uns auch entdeckt haben. Wenn nicht, werden wir zuerst zuschlagen. Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Die Hexe ist doch bei denen. Ist das der finale Kampf? Ich hoffe ja. Was? Ich mache zunächst. Was mache ich zunächst? Ich muss Anweisungen geben. Aber zu viele Anweisungen verwirren die Schüler. Ach! Und keine Zeit, trifft die richtige Entscheidung. Vorbereitung für den Angriff. Vorbereitung für die Verteidigung. Für die Unterstufe. Onion, gib jetzt die Anweisung durch. Hier spricht Onion. Dies ist ein Notfall, bitte hört gut zu. Wir werden gleich mit galbadianischen Truppen konfrontiert. Schwertkämpfer der zweiten Klasse 2 zum Parkplatz. MG-Lizenz Klasse 3 zum Außendeck, im zweiten Stock und in Bereitschaft. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Sie werden wahrscheinlich versuchen zu entern. Wir regeln das Tor und den Schulhof ab. Schüler, deren Einsatznummer mit 8 enden, kümmern sich um die Unterstufe. Das ist gemein, Onion! Was wollen die denn jetzt? Ich glaube, ich habe zu wenig Anweisungen gegeben. Unter. Event. Bei Boko sollte ich nicht drauf eingehen. Ihr seht ihn ja nicht mehr. Ja, sorry. Ich bitte dich, hey! Was sollen wir konkret tun? Wir werden einzeln die anderen Schüler anweisen. Wenn Cell da ist, fangen wir an. Ach, Cell schläft wahrscheinlich. Er sagt, er hätte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach ja, die eine Sache. Wovon redet ihr? Ist geheim. Was ist hier los? Dann können wir nicht warten. Ich werde mit in den Schulhof gehen. Mit mir kommen... Gut, Cell fällt raus und Vicky fällt auch raus. Ja, so viel zu Vicky. Ach, dann nehmen halt doch sehr viel mit. Kommen die Kopplung her. Ja. Auch du darfst die Kopplung abgeben.
Ist es. Du suchst Cell und führst die Truppen am Hauptplan. Verstanden. Es ist noch Zeit, bis es soweit ist. DF braucht ihr noch nicht. Wir gehen in den Schulhof. Kommt alle mit. Sag mal, was ist mit Vicky? Ich überlasse es euch. Das ist der Galbadia Garden. Da geht's aber nicht zum Schulhof. Was ist deine Kategorie? Anwärter Level 2, indirekter Zauber. Die Qualifikation erste Klasse also. Dein Posten ist das Deck da vorne. Danke, Sir. Was mit euch? Feuereinheit Level 3, Kadett. Selbe Feuereinheit Level 1, Trainee. Ich bin Sanitätstrupp A. Ihr beide aufs Deck. Du nach unten zur Verteidigungskraft. Verstanden, verstanden, verstanden. Und so weiter. Ich bin zu spät, ich bin zu spät. Ich muss jetzt alle hier anquatschen. Auf deinen Posten. Ja, Sir. Ich glaube, ich muss ins Klassenzimmer rein. Ja. Die da vorne. Ich bin aufgeregt. Wenn du aufgeregt bist, verlierst du 20% Stärke. Ich glaube, das war schon mit den Anweisungen. Ich muss wieder zum Fahrstuhl zurück. Wie oft kommt ihr denn jetzt noch zu spät? Ist ja unglaublich. In den ersten Stock, jawohl. Selben Trophäe online, das ist so aufregend. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie durch zum Speichern. Ihr seid hierfür zuständig. Das ist doch Cell. Alle herhören. Das ist bestimmt unser letzter Kampf. Wir müssen unbedingt gewinnen. Hey Onion, ich werde hier die Stellung halten. Ich dachte, du schläfst. Naja, ich habe deine Ansprache gehört, bin gleich aufgesprungen. Ich habe hab eine gerade Einsatznummer. Ist die Stellung hier noch okay? Hör zu, Onion, komm mal kurz her. Du hast doch einen Ring. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Was ist? Schenkst du mir den? Nein, leih ihn mir einfach. Ich werde ihn nicht verlieren. Also, was ist? Was hast du vor? Ach, nichts Besonderes. Leih mir einfach. Das ist mein Lieblingsring. Naja, ausleihen kann ich ihn schon. Verliere nicht. Danke, Onion. Jetzt kann ich mein Gesicht wahren. Vicky wird sich auch freuen. Vicky? Okay, Onion, ich werde die Stellung hier halten. Cell, bist du hier? Ich werde mitkämpfen, ich will hier nicht nur beschützt werden. Wenn ich dadurch jemanden beschützen kann, will ich ebenfalls kämpfen. Das soll das letzte Mal sein, dass hier Kämpfe stattfinden. Achso, ja, Vicky will mitkämpfen. Komm. Ja. Ich muss kämpfen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Sei aber vorsichtig. Könnte der Feind von draußen eindringen? Eine wichtige Verteidigungsstellung. Ja, wie sich der Kampf weiterentwickelt und so weiter und so fort. Wie das hier weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, euer Onion.